Die Kick-Off-Veranstaltung im Autohaus Slavicek der Wirtschaftskammer Amstetten und Scheibs für die Bildungsmeile im November 2016 brachte wieder interessante Erkenntnisse und Best-Practice-Beispiele. Vizepräsident Kommerzialrat Dieter Lutz möchte die vorbildhafte Bildungsmeile auf ganz Niederösterreich ausweiten. Keynote-Speakerin Martina Schorn vom Institut für Jugendkulturforschung präsentierte eine brandneue Studie, wie und was Lehrlinge wollen und wie sie denken. Was ist eigentlich die Quintessenz aus dieser ganzen Studie? Wir haben in unserer Studie 500 Lehrlinge repräsentativ eben entlang von 5 Sparten befragt und haben dabei herausgefunden, dass es den Lehrling nicht gibt. Es gibt unterschiedliche Mentalitäten im Lehrlingssektor, die sich auch sehr gut in den einzelnen Sparten, die wir untersucht haben, eben wiederfinden. Also angefangen vom Hedonisten, den man in der Handwerks- und in der Gewerbebranche findet, bis hin zum Rationalisten, der im Industriesektor tätig ist. Ich habe den Eindruck gehabt, dass bei dieser Studie eigentlich die Lehrlinge lieber Freizeit machen und weniger sich auf den Lehrlingsberuf konzentrieren. Stimmt das so? Das stimmt so nicht ganz, das kann ich so nicht unterschreiben. Lehrlinge haben natürlich durchaus die Pflicht, die dieser Beruf mit sich bringt, im Auge. Aber was man schon sagen muss, ist, dass Lehrlinge eine sehr starke Freizeitidentität entwickeln. Das heißt, die Selbstverwirklichung findet vorwiegend nicht mehr alleine im Beruf statt, so wie es noch vor 20, 30 Jahren klassisch war, sondern Lehrlinge haben jetzt durchaus auch in der Freizeit den Hang, sich selbst zu verwirklichen. Der Beruf ist wiederum die Notwendigkeit, die man hat, um sich dann eben in der Freizeit eben auch austoben zu können. Aber natürlich, dazu kommt schon, der Beruf, den man ausübt, der muss Spaß machen, der muss einem Freude bereiten, der muss auch Sinn machen für einen selbst, weil man muss den ja ein Leben lang ausüben. Ist es dadurch auch notwendig, dass die Lehrherren einen gewissen Wandel durchmachen und auch sich der Situation anpassen? Was auf jeden Fall notwendig ist, wo sich Lehrherren auch verstärkt anpassen müssen, ist in den Ansprüchen, die Lehrlinge an ihre Ausbildner haben. Also es ist jetzt nicht mehr alleine eine hierarchische Struktur, die erforderlich ist, wobei es hier natürlich auch Unterschiede entlang der Lehrlingstypen gibt. Also Handelslehrlinge beispielsweise bevorzugen nach wie vor eine klare Struktur. Lehrlinge im Gewerbe und Handwerk wollen wiederum einen kumpelhaften Typ, einen Zuhörer, der ihnen aber auch ständig Feedback gibt und Verständnis zeigt für die Lehrlinge. Nicht alle gingen aber mit diesen neuen Erkenntnissen konform. Was haben Sie aus dieser Studie mitgenommen? Auf jeden Fall die klare Überzeugung, dass unsere Lehrlinge unserer Region nicht diese dummdreisten Partylöwen und Rechtspopulisten sind. Das glaube ich schlichtweg nicht und ich glaube, unsere ländliche Struktur hilft uns dabei, dass unsere Jugend ein bisschen anders tickt. Weitere Referate rundeten das aktuelle Lehrlingsbild ab. Die Bildungsmotoren 2016 ergingen an Willibald Hilbinger und Peter Gutmann vom Lebensraum Ennstal, bis schlussendlich die Goldmedaillengewinner von Landes- und Bundeswettkämpfen geehrt wurden. Auf dass der Bildungsmotor weiter brummt.